Ganz kurz, weil du in die Eistonne gehen musst. Was ist denn mit deinem Fuß? Du hast gleich angezeigt, du musst ausgewechselt werden. Ja, ich habe... Was ist los hier? Ich habe einen Krachen gehört, unten im Fuß und ja, ziemlichen Schmerz gehabt. Ich hoffe, dass nichts gerissen ist. Morgen schauen. Und jetzt, hast du eine ganz bestimmte Fahne hier. Ich habe eine Österreich-Fahne, ganz eine riesige bekommen. Von einem Österreicher. Sind auch im Stadion mittlerweile. Und ja, zwei, drei kenne ich Österreicher, die hier sind. Und ja, die zeigen sie immer mit Fahnen. Und, ja, schön. Das ist ein Zeichen, dass sie mich nächste Saison hier auch noch sehen wollen. Ja, mal schauen. Das sind jetzt nur zwei, drei. Wichtig ist, dass wir weitere Leistungen bringen, dass alles passt. Und ja, alles andere wird sich ergeben. Gut, danke schön. Gut, ciao, ciao. So, Mensch, erst habe ich ihn gar nicht erkannt. Ja, mit unserer ehemaligen Igor Pavic, einer unserer bekanntesten Bulger, der früher Igor Pavic gedeckt ist. Aber es hat ja ganz gut geklappt zum Kämpfen. War es genau die richtige Einstellung? Frisur. Ja, der Trainer auch schon gesagt, der meinte schon, jetzt müsste sich der Nächste so eine Frisur machen, wenn es weiter so läuft. Ja. Heute war ja sowieso kein Spiel für schwache Nerven, also hier ging es ordentlich zur Sache auf dem Feld. Ja, absolut, das war uns vorher klar. Stuttgart ist eine Spitzenmannschaft und ja, wir sind über den Kampf gut ins Spiel reingekommen, denke ich, und haben aber dann in der zweiten Halbzeit nach der Führung auch immer mehr spielerische Elemente reingebracht. Das war gut. Und man hat gesehen, Stuttgart ist nicht umsonst eine Spitzenmannschaft, also die stehen nicht umsonst da oben, die waren jederzeit gefährlich. Absolut, die spielen die Sachen gut aus von hinten raus, spielen gutes Gegenpressing, aber ich denke, wir haben das gut gemacht und im Laufe der Zeit dann immer mehr den Zahn gezogen. Und dann macht es auch so richtig Spaß, nochmal eine Ehrenrunde zu drehen mit diesen genialen Fans im Rücken. Absolut, die Fans sind der Wahnsinn. Was hier heute wieder los war, das könnte man sich dran gewöhnen, Woche für Woche. Bleibt die Frisur jetzt so oder wird wieder länger wachsen gelassen? Ja, erstmal schon, aber mal schauen, was ich damit mache. Also mit kurzen Haaren und mit wenig Haaren vielleicht zu Unterhaching auch zu 1 bis 3 Punkten. Zu 3 Punkten, ja. Alles klar, danke. Hier habe ich gewartet jetzt auf dich, weil da hat die Ehrenrunde noch heute ein bisschen länger gedauert, ja? Zu Recht. Das haben wir uns verdient heute. Ja, das war insgesamt eine starke mannschaftliche Leistung. Und das haben wir uns verdient, die Ehrenrunde. Ja. Muss man aber auch sagen, also hier wurde richtig gefightet, gekämpft. Also hier musste man tatsächlich mit allen Mitteln und legalen und halblegalen Mitteln zur Werke gehen, um dieses Ding überhaupt hier unter Dach und Fach zu fahren. Da waren wir von Anfang an darauf vorbereitet. Wir wussten, das wird ein hartes Spiel, das wird ein hart umkämpftes Spiel auch und dass sich das auch ziemlich lange hinziehen könnte, bis dann auch eine Entscheidung fällt. Ja, wir haben den Kampf angenommen, haben dagegen gehalten und am Ende meiner Meinung nach auch verdient gewonnen zum Schluss. Und das Publikum ja nicht nur vor dem Einzel, sondern auch davor, also richtig zufrieden und hat euch hier wirklich frenetisch nach vorne gebrüllt. Ja, das war unglaublich. Also die Fans haben dann nochmal alles aus uns rausgeholt, haben uns über 90 Minuten nach vorne gepeitscht. Ja, das war Wahnsinn, das war geil, ja, war klasse. Wir werden auch sehr viele jetzt mit nach Haching fahren, wo wir ja die Möglichkeit haben, dann endlich über diese ominöse 40-Punkte-Grenze zu kommen. Das sollte unser Ziel sein, oder? Das muss unser Ziel sein. Ne? Wir ruhen uns da jetzt nicht drauf aus. Wir müssen nächste Woche meine ich, den Sack zumachen gegen Haching, damit wir auch endlich da einen Schlussstrich drunter ziehen können und uns darauf konzentrieren können, einfach die Saison so gut wie möglich abzuschließen. Gut, vielen Dank dafür, viel Erfolg und jetzt ein bisschen relaxen und dann Haching angehen. Genau. Danke. Ja. Ja, auf geht's Hansa, kämpfen und siegen. Nie war, glaube ich, so ein Spruch treffender als für so ein Spiel. Es wurde viel gekämpft und es wurde letztendlich gesiegt. Ja, ich glaube, wir haben das gemacht, was wir machen mussten, um das Spiel zu gewinnen. Weil die Stuttgarter Kickers sind eine absolut fußballerisch absolut super Truppe. Wenn man die spielen lässt, dann wird es unheimlich schwer. Und deshalb haben wir auch gleich versucht, vorne drauf zu gehen. Immer gleich den ersten Pass nach außen auf den Innenverteidiger. Wollten wir anlaufen mit Halil Safwan. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprints der heute gemacht hat, um sie so nicht ins Spiel kommen zu lassen und sie zu langen Bällen zu zwingen. Und das haben wir gut geschafft. Die Kickers haben uns auch früh gepresst, sodass das eigentlich klar war, dass kein großer Spielfluss zustande kommt. Aber so ist es normal, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen. Und wir haben das gut gemeistert, haben gut gestanden, gut dagegen gehalten und haben dann die Chance, die wir dann hatten, haben wir genutzt. Und wo wir bei dieser Chance sind, da gab es ja so ein bisschen Meckerei von Kickers Seite, irgendwie Einwurf oder Nicht-Einwurf oder irgendwas. Ich habe da gar nicht gesehen. Für mich war es ein deutlich reguläres Tor. Ja, war es für mich auch. Ich glaube, das, was da bemängelt wurde, war so einmal der Ball, der nach vorne geschlagen wurde, da war für mich immer aus. Ich wollte ihn auch schon auffangen. Und danach, glaube ich, hat der Linienrichter mal kurz die Fahne gehoben, weil er einen Foul an Halil gesehen hat. Aber Schiedsi hat weiterlaufen lassen, Vorteil. Und so ist es nun mal, wenn er nicht pfeift, dann geht's weiter. Ganz zu Anfang hat man gesehen, deutliche Größenüberlegenheit von der Höhe her für unsere Spieler. Und der Schiedsrichter hat so ein bisschen das Herz für Kleine entdeckt auf dem Feld.
Ja, ich meine, das sieht natürlich immer ein bisschen ja, unbeholfen oder schlecht aus. Wenn du als Großer gegen so einen Quirligen antreten musst, dann kommst du vielleicht mal einen Schritt zu spät. Aber trotzdem haben wir das insgesamt gut gelöst. Das war halt die Strategie der Kickers. Die haben auch noch ihren großen Stürmer, ihren Stoßstürmer vorne draußen gelassen, haben dafür den kleinen Edwin Ibonso reingebracht. Also war schon klar, was sie vorhatten, aber ja, wir hatten gute Argumente dagegen. Ist man nach so einem Sieg gegen eine Spitzenmannschaft in der dritten Liga trotzdem noch so ein bisschen sauer, dass wir nicht das 2-0 zum Schluss gemacht haben? Ja, dann hätte ich auf jeden Fall die letzten 2-3 Minuten entspannter erleben können. Und wir hatten zwei Riesenmöglichkeiten. Einmal Marcel Ziemer mit dem Distanzschuss, den, glaube ich, schon viele drin gesehen haben. Und er ist, glaube ich, auch schon abgedreht. Zum Schluss der Christian Bickel. Wenn du das zweite machst, dann kannst du die letzten Minuten ganz entspannt angehen. Aber so wurde es bis zum Ende hektisch. Und jetzt Laola-Welle im Stadion, 1,5 Ehrenrunden, auch ein Zustand, an den man sich doch gewöhnen kann, oder? Und die Sonne scheint, das ist ja auch ganz wichtig. Ja, ich glaube, das haben sich alle verdient. Das hat sich die Mannschaft verdient, dass sie gefeiert wurde. Das haben die Zuschauer verdient, dass sie ihre Glücksgefühle ausleben können. Und ja, so muss Fußball sein, so macht Fußball Spaß. Und ja, ich hoffe, dass es noch lange anhält. 38 Punkte sind es nur. Ich weiß, es reicht noch nicht. Die Euphorie bei den Zuschauern ist zumindest groß. Jetzt fahren wir nach Haching, um diese ominöse 40-Punkte-Marke zu knacken, oder? Ja, wir fahren nach Haching auf jeden Fall, um den Abstand, der dann ab morgen besteht, entweder die 9 Punkte oder ein anderer, auf jeden Fall so zu lassen, wie er ist. Und alles, was darüber hinauskommt, wäre natürlich schön. Gut. Und dann zum nächsten Heimspiel alle 10.600, die heute da waren, kommen nochmal wieder. Und jeder bringt noch seinen Kumpel mit. So sieht's mal aus. Danke.